Was geht ab, meine Seafighter Osirio, und heute zum Ticket sammeln von den vierjährigen Jubiläumsticket im vierjährigen Jubiläumsticket-Banner. Kurze Info, Freunde, und zwar wird das heutige Team-Rating-Video leider ausfallen. Ich bin immer noch etwas angeschlagen, komme um ehrlich zu sein nicht dazu, das zu produzieren. Wir werden das dann nächste Woche nachholen mit dem Team-Rating-Video der nächsten Woche. Jedenfalls ist dieses Video, was ihr euch gleich ansehen werdet, mit den Tickets vorproduziert gewesen. Ich habe schon zuvor aufgenommen, das waren die Tickets, die am Anfang bekommen haben. Und genau das wird es dann heute quasi geben und wünsche euch daher viel Spaß dabei. Wir haben hier 46 Tickets, wir werden alle raushauen. Könnte aber vielleicht sein, dass ich in dem Video quasi noch meine weiteren Tickets sammeln raushauen werde und dazu schneiden werde oder auch nicht. Ich weiß es nicht, wir nehmen einfach mal auf, indem ich die Tickets habe. Wir haben folgende Charaktere, Featured Freunde. Von den Featured Charakteren sind gar nicht mal so schlecht dabei, um echt zu sein. Es sind solche Satan ist sehr, sehr gut. Für Super Battle beispielsweise. Goku kann mitnehmen. Den würde ich gerne mitnehmen, so ist nicht. Dupes von dem würden nicht schaden. Also ist zwar ein Support, aber warum nicht? Dupes für ihn rein damit. Ding ist hier vertreten. Great Vegeta, der ist wirklich nice. Wenn ihr den zählt, wäre es auf jeden Fall cool. Sie ist eine gute Supporterin hier an der Stelle. Für die Dream of Gods Charaktere. Ribian habe ich nicht, ansonsten Dispo etc. Lord Slug sollte mich unterschätzen, der ist wirklich gar nicht mal so schlecht. Hat mir für Super Parrot auch gut ausgeholfen. Und den werden wir oft sehen wahrscheinlich. Den werden wir wirklich oft sehen, so ist nicht. Aber auch alle anderen LR nicht featured. Natürlich alle außer Vegito, Gogeta, Vielfacher Goku und Vielfacher Vegeta, die neuen, sind in diesem Banner. Jedoch nicht featured natürlich. Ja, die Rates sind hier 10%, um ein SSR zu ziehen. 5% aufgeteilt durch die Anzahl der Featured-Charaktere und 5% durch die Nicht-Featured. Sollte es gewesen sein, ich gucke gleich nochmal nach. Das sind halt die normalen Rates, deshalb gehe ich davon aus. Man bekommt pro Charakter pro Ticket ein Charakter und Multisam sind 5 Tickets. Ey, Bardock, Marboy. Multisam sind 5 Tickets als 5 Charaktere, aber kein GSSR logischerweise. Sehr schöner erster Multi. Sehr, sehr schöner erster Multi. Das ist unglaublich. Den wollt ihr auf jeden Fall ziehen. Den wollt ihr auf jeden Fall ziehen. Der ist sehr, sehr, sehr gut. Ist, glaube ich, mein dritter Dupe hier an der Stelle. Perfekt, umso besser. Lass mich ganz kurz die Rates checken, Freunde. Dann gehen wir gleich rein. Ich wünsche auf jeden Fall jedem von euch viel Glück. Genau, 5-5. Die hier noch, wenn ihr noch Sum werdet. Wir machen gleich in der Mitte. Wir haben hier quasi ein Ticket Überschuss jetzt aktuell. In der Mitte machen wir einfach mal ein Group Sum. Heißt, ihr könnt euch jetzt schon mal vorbereiten für ein Group Sum. Dann folgt auf jeden Fall in diesem Video noch. Aber außerhalb darauf wünsche ich auf jeden Fall sehr viel Glück und holt euch auf jeden Fall die Tickets aus dem Daily Login, aus der Daily Mission. Quasi durch den Login bekommt ihr einen. Aus den, oh, wir haben kein Ding, heißt es hier, wir bekommen hier nichts. Aus dem Login bekommt ihr einen, wenn ihr euch täglich einloggt. Und aus den Daily Missionen, indem ihr die Satan Herkules Event macht, Opa Satans Events, wo der so eine Glatze hat vom GT, sag ich mal. Damit kommt auch ein Ticket, heißt 2 Tickets pro Tag. Nehmt sie auf jeden Fall mit und verpasst es nicht, weil es sind Free-to-Play-Tickets und man hat hier quasi die Chance, LR zu ziehen. Was? Schon wieder Baseform? Hier sind nur SR oder höher Charaktere, deswegen ohne Streamcheck kommt ihr kein SSR. Wow, okay, ja, okay, nach dem ersten Multi müssen die zwei natürlich ein bisschen lame sein, aber ich habe damit kein Problem. Und ich hoffe natürlich, ich hoffe, hier droppen LS für euch, weil wenn man aus Fütterpittiges LS zieht, umso geiler. Und ich hoffe auch und denke auch, wir bekommen demnächst auch, sage ich mal, gute Tickets. Wir wohnen zwar, indem ich das Ganze aufnehme, schon Platz 1, haben leider keine Tickets bekommen, komischerweise. Erstaunlicherweise, letztes Jahr gab es Tickets sogar richtig viele. Ich hoffe, irgendwann wird es nochmal passieren. Ich denke schon, dass wir nochmal Platz 1 starten werden, hoffentlich. Und dann gibt es hoffentlich noch Tickets. Super Saiyan 1. Gucken wir uns das Ganze mal, wie das Ganze läuft. Wir haben hier Buu am Start. Freezy erste Form. Das ist zum Beispiel auch ein Dead Multi. Okay, okay. Okay, alles gut. Ja, okay, ich verstehe. Wisst ihr was? Ich glaube, wir müssen den mal in Group Sum reinschieben. Freunde, macht. Lasst uns einen Group Sum reinschieben, damit wir hier quasi mal wieder vielleicht ein bisschen mehr Glück bekommen mit den SSR. Ihr wisst, wie das Ganze läuft. Ich ziehe gleich 113:1, macht mit in irgendeinem Spiel eurer Wahl. Ihr könnt mich das gerne wissen, was ihr gezogen habt in den YouTube-Kommentaren, auf Twitter, Discord oder Instagram. Die ganzen Links dazu sind in der Beschreibung. Ich ziehe runter, dann legen wir los. 3, 2, 1. Und ich hoffe natürlich, ihr zieht etwas Geiles. Krank wäre, wenn ihr aus dem Group Sum LR zieht. Falls jemand aus dem Group Sum LR gezogen hat, Freunde, lasst uns auf jeden Fall wissen. Und viel Glück euch. Wir bekommen hier an der Stelle Trunks, okay, SR Trunks. Den anderen Trunks, Physisch Trunks, ergibt jedem Verbündeten Ki plus 2 Attack und Def 30%. Als SR Charakter ist das wirklich sehr, sehr gut. Dementsprechend würde ich eigentlich jedem empfehlen, ihn zu behalten. Also literally, ihr könnt ihn auf SR 10 bringen. Ist zwar nur SSR, aber ich meine, wenn ihr irgendein Team habt, wo quasi noch ein Charakter fehlt und man ihn spielen kann, dann nehmt ihn mit, weil als SSR mit so einer Pass ist wirklich sehr gut. Jedenfalls, alright, da ist auch schon unser Boy. Jetzt soll er aber mal, apropos SSR, viele SSR sehen hoffentlich.
Er hat ein bisschen Zeit gezogen. Der erste Multi, der war richtig geil. Alle anderen bis jetzt. Oh, ich dachte, das wäre der Strength Freezer. Aber okay, nehmen wir an. SSR wollten wir, haben wir gezogen. Ich dachte, es wäre der Strength. Der Strength ist nämlich auch sehr, sehr gut. Der sollte auch hier im Banner sein, natürlich nicht featured. Also nimmt die Tickets mit, weil in diesem Banner, man kann nie wissen, was man jetzt sieht. Hier ist Broly. AGL Broly ist nicht featured drin. Der neue Pagus Int. C21, Kevlar und so fort. Also gute Charaktere sind auch drin. Rage Vegeta ist sogar featured. Dementsprechend alles nur mitnehmen. Okay, wir haben die ganze Crew. Wie sieht das Ganze? Rainbow. Okay, Super Saiyan. Let's go. Und ja, wenn ihr eine L-Animation bekommt, dann also Super Vegito, Buu, Satan auf Buu etc. Dann ist halt ein L, Double Screen Crack. Also, das wäre krank, wenn ihr das seht. Das würde ich wirklich jedem wünschen, wenn er einfach ein L zieht aus diesem Banner. Und, aber, was ihr auch merkt, ohne GS ist... Na was? Unglaublich. Und ich habe gerade über ihn geredet und wir haben ihn gezogen. Das ist einfach mein zweiter Dupe für ihn. Aus Free Tickets. Geil. Das ist geil. Hoffentlich sind die auch so gute Charaktere, Freunde. Weil das ist wirklich insane. Aber ihr merkt schon, wollte gerade sagen, ohne GSSR merkt man schon, dass man auf jeden Fall auch viele Mutis hintereinander nicht ziehen kann. Oh mein Gott, aber das war richtig cool. Super Saiyan 2, 3, 3, 3, 3, 3. Manchmal dauert es so übel lange und ich denke immer, da kommt noch ein Super Saiyan 3, aber es war ein schöner Bait da an der Stelle. Vegeta. Okay, es schenkt Vegeta. Okay, jetzt ziehen wir langsam die SSR. Sehr schön. Dann macht es auch mehr Spaß auf jeden Fall. Trunks wieder am Start. Okay, unser Boy. Gohan. Okay, das soll's gehen. Oh nein, das soll's nicht. Nein! Was ist das? Das ist ein LR! Ja, Mann! Was? Schon wieder? Was? Letztes Jahr von den Tickets habe ich auch LR Gohan bekommen, wenn mich alles täuscht. Bait ist auch. Ich dachte schon, warte mal, das hat bei mir Klick gemacht. Wir sind im Ticketbanner. Es ist ein LR! Unglaublich. Oh mein Gott, das muss ich natürlich Anski zeigen. Was? LR Gohan! Mein Gott, warum freue ich mich? First World Problems auf JP. Auf JP ist er nicht auf 100%. Hört sich übertrieben komisch an, ich weiß. Aber auf Globus ist er auf 100%. Was? Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Oh mein Gott, und ich will eben, dass auch das bei jedem von euch passiert, hoffentlich. Ah, oh, ich dachte gerade. Aber wir kriegen noch ein SR. Featured. Tenshinhan schaut so ein... Oh mein Gott, einfach... Wir hatten einfach ein... Bait-Animation, unglaublich. Überlegt mal, man würde hier aus 5 Charakteren Gotku bekommen. Das wäre total gestört. Ich habe überhaupt nicht mit einer Bait-Animation gerechnet, Freunde. Überhaupt nicht. Und dann kommt da LR Gohan. Unglaublich. Dieser Boy will es einfach wissen. Oh mein Gott, unglaublich. Beerus, zack, mit der Rückhandschelle. Let's go. Was war das? unglaublich. Letzter Multi, wie gesagt, ich weiß nicht, ob danach noch welche folgen werden im Anschluss, ob ich da über die Tage warten werde und dann noch quasi was ranhänge oder nicht, aber hey, einfach schon LR gezogen, es ist unglaublich, es ist krass. Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt mir das auf jeden Fall ein Like, vielen Dank für die ganze Unterstützung in letzter Zeit, wir gehen wirklich übertrieben steil gerade, ich weiß wirklich wertzuschätzen, gucken wir noch an, was hier im Multi abgeht und dann, ja, unglaublich, es ist... Ich habe auch gesehen, da hat einer einen kompletten Multi nur mit dem Trunks gehabt. Aber ja, passiert. Ich meine, der ist zerfeatured als SR-Charakter. Deswegen kann das auf jeden Fall vorkommen, sag ich mal. Naja, so viel zu dem Multi. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, was demnächst noch abgeht. Ja, Freunde, am Ende gibt es eigentlich nur noch so 2 Tickets, sag ich mal, ranzuhängen. Ich wollte ohne Schlusswort nicht Schluss machen, sag ich mal. Deswegen lasst uns kurz die 2 Tickets raushauen. Und by the way, wenn ihr mich die Tage jetzt schwer erreicht, tut mir auf jeden Fall leid, aber ich bin einfach angeschlagen, sag ich mal. Ich komme auch selbst zu kaum was. Heute zum Beispiel legit gefühlt den ganzen Tag habe ich gepennt, so keinen Sinn. Aber ja, es wird immer täglich besser. Ich sag mal, es geht immer, Gott sei Dank wird es besser, sag ich mal. Jedenfalls könnte es aber noch 1-2 Tage dauern, bis ich mich richtig erholt habe. Wünsche euch aber noch einen schönen Sonntag. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, genau, wie gesagt, Teamrating machen wir dann nächste Woche. Wir haben an der schon noch Boom Krillin, den Glatzschädel oder die 2 Glatzis. Guck mal, was hier abgeht. Hash rein, Zingsam. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Was?
Okay, stopp. Super Saiyan 3 haben wir noch an der Stelle, alles klar. Zum Abschluss noch ein SSR Daisy. Oh, Rebrian Amore. Ciao, Freunde. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.